Was? Warum denn? Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kaspar, Kasparinnen, Kaspens, Kaspis, Kaspernde, Kaspinos, Kasponauten, Kasponautinnen, Kaspernaut, außen, Kasparisierte und Bonanza-Rad fahrende Buchhalter aus Buxte Hude. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: Sein oder nicht sein. Das ist hier die was Ding. Ja, so steht's im englischen Original. In der deutschen Übersetzung wurde da leider etwas drin rumgefuscht, deswegen kennen wir das mit einem anderen Ausgang. Aber so hat Shakespeare das damals wirklich geschrieben. Also, es ist wahr, doch wirklich. Ja, was machen wir heute? Ihr wisst ja, er wurde in Nürnberg gesehen. Wahrscheinlich will er seine 2 Millionen Marke endlich an die Börse bringen. Man weiß es nicht genau. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen, denn wir sehen uns einen Klassiker an. Irgendwas mit Ägypten, wenn ich das Thumbnail richtig verstanden habe. Ich wusste gar nicht, dass er was über Ägypten gemacht hat. Finde ich aber gut. Das alte Ägypten ist ein Thema, das gefällt mir. Also, bin da irgendwie schon, seit ich ein Kind war, von fasziniert. Die hatten ja alles damals. Die hatten Pyramiden, Pharaonen, Obelisken, Pyramiden, Sand, Pyramiden. Obelisken, Pyramiden, hohe Priester, die später kristalline Schamanen wurden. Also alles. Es war fantastisch. Ja, würde ich sagen, wir blenden mal die Karte ein, damit wir wissen, worum es geht. Flock des Drachen 4, Hamsteralarm, der Käfig muss sauber sein. Okay, es geht doch nicht um Ägypten. Ach, jetzt verstehe ich das. Wegen Pharao Hamses. Die haben ja auch nur einen Namen für ihre Pharaonen gehabt, die hießen alle Hamses, dann haben sie die einfach durchnummeriert. Macht man heute noch so bei Königen und bei Päpsten auch. Die sind da relativ einfallslos, die Leute. Ja, genau, von Samstag, dem 25.10.2014. Die hatten schon wieder strahlend blauen Himmel bei 3 bis 10 Grad. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich habe nämlich keine Ahnung von Hamstern. Der Ostfriesenhater, der hat Ahnung von Hamstern, aber der macht leider keine Videos mehr. Ist sehr schade, die Lache mochte ich immer von ihm. Ja, und die Videos natürlich auch, aber besonders die Lache. Der hatte so eine ansteckende, sympathische Lache. Also was ich über Hamster weiß, mal kurz zusammengefasst, ist, sie sind klein, flauschig, haben niedliche Knopfaugen und wenn sie mümmeln, sieht das unfassbar niedlich aus. Aber das sieht bei allen Nagetieren niedlich aus. Also zum Beispiel so. Das ist nicht mein Hamster. Oder so. Oder auch mal so. Oder so. Ach, der ist niedlich. Ich glaube, den. Ach ja, der kommt bei mir in den Ordner für die Hintergrundbilder. Ach ja, der ist ja süß. Ja gut, dann wissen wir Bescheid, es geht um Hamster, nicht um Pharaonen. Schade, aber Hamster sind irgendwie auch niedlicher als Pharaonen. Und ich kann ja nebenbei, ich habe ja einen Tab offen vom Deutschen Tierschutzbund über Hamsterhaltung. Da kann ich ja mal immer mit einem Auge reingucken. Nein, Quatsch, ich habe vorhin mal den Text kurz überflogen. Vielleicht habe ich mir sogar was gemerkt. Keine Ahnung. Drücken wir mal die Daumen. Ansonsten blamier ich mich einfach, wie immer. So auch mal was Schönes. Rainer, du bist dran. Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute Hamster ausmisten. Ich bin jetzt hier in meinem kleinen Abstellraum, wo ich meine Hamster immer hab. Und Ja, das ist. Ich finde, das drückt schon sehr viel Respekt dem Tier gegenüber aus, wenn man es im Abstellraum hält. Doch, doch, Heidi. Wobei es bei Hamster natürlich schon Sinn macht, die nicht gerade im Wohnzimmer zu halten, weil nachtaktiv, tagsüber brauchen die Ruhe, wollen schlafen. Wenn in dem Zimmer geraucht wird, ist auch nicht gut. Zugluft vertragen sie auch nicht, lüften sollte man aber schon. Aber Rainer, ich habe da eine Dachschräge gesehen. In Zimmern mit Dachschräge wäre es im Sommer gern mal warm. Ich glaube, wenn es zu heiß wird, mögen Hamster das auch nicht so unbedingt. Hier haben wir schon mal den ersten Kamerad.
Oh, der ist ja süß. Rainer, hältst du den in der Tupper-Schüssel da? Also in der Tupper-Dose? Ja, das ist Männchen. Und weil ich den schon länger habe, hat er natürlich den großen Käfig. Ups, Verzeihung. Hat er hier den großen Käfig. So. Ja, der Nachtzügler muss dann halt sehen, was übrig bleibt. Und ich habe jetzt den ersten Käfig schon soweit ausgeräumt. Ich werde euch jetzt mal hier hinstellen und mich ein bisschen über Meerschweinchen bzw. über Hamster auslassen. Ja, Hamster und Meerschweinchen sind übrigens zwei verschiedene Sorten von Tieren. Die einen sind Hamster und die anderen sind Meerschweinchen. Während ich den Käfig fertig mache. Oh toll. So. Also als allererstes einmal muss man darauf achten, man sieht, der ist sehr hoch, also meine Hand ist nicht ganz so breit oder nicht ganz so hoch, wie das breit ist. Okay, also eine Handbreite, sind wir mal großzügig, sagen wir, das sind 15 cm. Das Ding ist etwas mehr als zur Hälfte gefüllt. 30 cm dick Einstreu sollten sie haben, damit sie buddeln können. Rainer, das ist zu wenig. Viel zu wenig. Oder hoch ist, wie auch immer. Und das Wichtige bei Hamstern ist, das sind Wühltiere. Ja, die buddeln gerne. Deswegen sollte man eine entsprechend dicke Schicht mit Streu reinmachen und nicht so eine dünne Lage. Das bedeutet, man sollte für Hamster möglichst viele... mein fettes Paket mit Streu. Man sollte für Hamster möglichst viel Streu reinlegen, damit sie sich halt auch in diesem Wühlinstinkt ausleben können, den sie eben haben. Ja, genau. Damit sie sich in diesem Wühlinstinkt ausleben können, den sie haben. Rainer, deine Formulierungen sind manchmal genauso verunfallt wie meine. Moment mal, das war jetzt ein Eigentor, oder? Verdammt! So. Na? Na wie? Ich bin so verdammt plumpig. Ja, und unfassbar schwer. So ein Sack wiegt um die 120 Kilo. Das könnte ein normaler Mensch überhaupt nicht anheben. So. Aber weil wir YouTube-Partner sind, machen wir das einfach folgendermaßen. So. Wow, habt ihr gesehen? Einmal mit dem Finger gestippt und das Zeug ist quasi... Ja gut, glatt gezogen kann man nicht sagen. Es sieht aus, als hätte man es einmal geschüttelt. YouTube-Partnerfähigkeiten. Oh yeah. ich habe die Zeller fast komplett hoch voll gemacht. Bitte? Fast komplett voll? Das ist immer noch knapp mehr als die Hälfte, Rainer. Also A, das auch wenn es wirklich ein Glattstrich wäre, wäre es zu wenig, zumindest laut Tierschutzbund. Aber wo ist denn das voll? Gut, bei dem Augenmaß, wir wissen ja, er denkt ja auch 60,5 cm oder 1,96 groß oder er hätte 30 Paletten am Tag gemacht. Okay, Rainer, sagen wir mal, das Ding ist fast komplett bis zur Hälfte voll, es kippt, es läuft schon über. Ganz voll mache ich es nicht, weil zum einen kommt jetzt hier noch ein Häuschen rein, das buddel ich gleich ein bisschen ein. So, Ja, das ist gut, wenn man das Häuschen ein bisschen einbuddelt, dann ist es quasi unterkellert und dann kann der Hamster da sein japanisches Badezimmer reinbauen. Da freuen sich Hamster drüber. Denn ihr wisst ja, Hamster kommen ursprünglich aus Japan. Und darauf achten, dass im Häuschen auch ein bisschen... kommen sie natürlich nicht. Streu liegt, aber nicht zu viel. Und dann den Eingang ein bisschen so... Den Rest machen sie sich selber, weil das wollen sie immer ein bisschen selber machen. So. Das ist allerdings jetzt so noch nicht fertig. Das stimmt. Was noch fehlt, ist der Zaun. Die Bulldoghalle. Ja, die Straße. Als nächstes kommt nämlich... Heu. Heu. Normalerweise habe ich mal Heu selber. Ich habe es in dem Fall mal gekauft. Ja, ihr wisst ja normalerweise. Er ist ja als Bauer aufgewachsen. Also für ihn ist es normal. Morgens um 3:30, wenn er aufsteht, dann schnappt er sich eine Sense und seinen Tisch, dann geht er raus in den Wald und macht erstmal ein paar Zentner Heu für die Tiere. Also für die Enten, für die Schildkröte, für das Pferdlich, das gehört seiner Mutter, für den Hund, für die Ziegen, für die Tauben, für alle macht er Heu, für die Nachbarn. Es ist unfassbar. Weil ich habe ja Wiesen und alles und brauche normalerweise mir kein Heu kaufen. Aber ich habe das Jahr, bin ich ein bisschen faul gewesen und habe deswegen hier ein bisschen gekauftes Heu. So, jetzt ist wichtig, wie gesagt, ja. Hamster sind Wühltiere,
Das heißt, die arbeiten gerne und wühlen gerne und bauen sich auch aus Heu gerne ihr Nest. Ja, das unterscheidet zum Beispiel den Hamster vom Oger. Hamster arbeiten gerne. Während Oger gerne arbeiten würden, aber die kommen einfach nicht dazu. Die müssen den ganzen Tag wuseln und werkeln und Heu machen und schneiden und rendern und hochladen. Ja, unterschätzt das doch immer alle. Deswegen ich möchte jetzt nicht so viel Sauerei machen, aber ich muss sowieso saugen nachher. Deswegen mache ich erst einmal ein wenig sowas Festeres und lege ihn das hier in die Ecke. Weil wenn er nämlich dann da schlafen will, dann kann er sich da ein bisschen das noch fester machen und dann kann er da drinnen schlafen. Okay, also im Heu schläft er. Und wozu ist jetzt eigentlich das Haus gut? Ich muss vielleicht noch fragen, wer es ja. Ansonsten lege ich ein wenig lockeres Heu außenrum. So. Lege ich ein bisschen Heu außenrum, dann kann er sich, wenn er jetzt möchte, in seiner Hütten, könnte er sich dann auch noch ein bisschen was reinnehmen und könnte dann da sein Futter machen, seinen Platz machen, meine ich. Ah, okay, also in der Hütte ist quasi das Esszimmer und im Heu wird gedöst. Das ist schön. Ja, ich glaube, wenn man sich so richtig schön ins Heu reinkuschelt, das kann auch ganz gemütlich sein. Ich weiß nicht, ob das bei alle Hamster so ist, aber bei meinen Hamster ist es definitiv so, dass die das Heu nicht fressen. Also Sagen wir es mal so, manche Hamster knuspern ab und zu mal dran rum, nachdem ich es gelesen habe, aber grundsätzlich fressen sie Heu eher nicht. Die fressen Hamsterfutter und Insekten und sowas. Und frisches Grünfutter immer und Obst so, aber in Maßen. Ich habe zumindest noch nicht mitbekommen, dass die das Heu fressen. Aber ich glaube, die fressen das Heu auch nicht. Das ist lediglich für die zum Nestbau. Denn das ist wie bei Ratten, die bauen Nester. So. Bauen eigentlich nicht fast alle von diesen kleinen Nagern Nester? Ich meine, die haben es doch echt nicht leicht, müssen wir mal ehrlich sagen. Die werden ja von allen größeren Raubtieren gejagt. Die einzige Möglichkeit, sich irgendwie zu schützen, ist, wenn man sich irgendwo einen Tunnel baut und sich da versteckt. Als nächstes machen wir mal, ich habe hier so einen Aufbau für den Käfig. Oh, cool. Den setzen wir mal oben drauf. Das ist clever, weil wenn das unten drunter gesetzt hätte, dann wäre das ganze Streuer durchgerieselt. Schön darauf achten, dass die Klammern an den Seiten fest sind. Ja, das ist wichtig, sonst hebt der Hamster diesen Aufsatz einfach hoch, klettert unten drunter durch und ja, dann ist er weg. Und dass es richtig fest sitzt. Hier zum Beispiel ist es jetzt nicht gut. Weil da kann er hier durchkommen. Ja, aber das ist ja kein Problem für den fähigen Handwerker. Der kann da schon was basteln. Okay. Der hat sich schon ein bisschen verformt. Bei meinem anderen Käfig ist es einfacher. Da hat er hier ein bisschen Plastik, dass man das so draufstecken kann. Dann kann es nicht durchgehen. Aber der ist sowieso ein bisschen faul. Der geht da innen raus. Kennt man ja Haustier und Tierhalter. Die passen sich irgendwann mit der Zeit an, die werden sich ähnlicher. Könnt ihr auch mal drauf achten. Wenn ihr irgendwo in einem bisschen ländlicheren Gebiet wohnt, guckt mal, gibt doch immer diese Frauen und Mädchen, die reiten. Viele von denen haben Pferdeschwanz. Wirklich, also müsst ihr mal drauf achten, ist auffällig. Wenn man das einmal weiß, fällt es einem immer wieder auf. Das ist ja wie bei diesem Vorspann von Star Trek, Next Generation. Wenn man weiß, dass beim Vorspann, wo die Enterprise unter der Kamera durchfliegt, hinten in diesem, was war das, kein Bereitschaftsraum, dieser Besprechungsraum. Wenn man weiß, dass man da im Fenster Leute laufen sieht, sieht man es jedes Mal. Im Normalfall müsst ihr aufpassen, weil bei Hamstern ist es ähnlich wie bei Mäusen und Ratten. Wenn die mit dem Kopf wo durchkommen, dann sind sie frei. So, ich mach mal kurz die Kamera anders. So. Bei mir ist das Fenster da hinten offen, damit ich ein bisschen lüften kann. Tut mir also leid, wenn es ein bisschen zu laut ist. Ach du, Reini, und den Lärm, den nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir dafür ein bisschen frische Luft haben. Mach mal zu. Ja, was liegt da für eine komische Puppe? Hier, Moment mal, da. Was ist das denn für ein komisches Ding? Und wo wollte ich jetzt wieder hin? Ah, hier.
bitte um Entschuldigung. Auf jeden Fall, Zeller, sind wir noch nicht fertig. Obwohl wir jetzt fast am Ende schon sind. Okay, also wir sind fast am Ende, wir sind aber noch nicht fertig. Das bedeutet, also ich übersetze das Fränkische mal für euch, es kommt noch was. Wir haben jetzt nämlich noch Deko. Deko? Wie Deko? Also ich würde sagen Spielzeug für ein Hamster. Ja, irgendwas, womit er sich beschäftigen kann, aber Deko? Was will ein Hamster mit Deko? Dem kannst du ein Original Van Gogh in den Käfig hängen, das ist dem völlig egal. Er ist ein bisschen faul, der benutzt es sowieso nicht, aber ich leg's ihm trotzdem rein, falls er doch mal Lust hat, ein bisschen zu spielen. Na du. Oh. So ähnlich haben's Rudi und Rita auch gemacht, als sie ihn zur Schule geschickt haben. Sie haben gesagt, er ist ein bisschen faul, er lernt eh nichts, aber wir schicken ihn doch mal hin. Vielleicht nimmt er doch das ein oder andere Mal mit, so am Rande. Bist du knuffig? Ja, knuffig ist er, der Kleine. Die putzt, die knuffige Sinne. Aber Rainer, es sieht aus, als wäre es wirklich helllichter Tag. Wenn Hamster nachtaktiv sind, wäre es dann nicht geschickter, den Käfig eher entweder sehr früh morgens oder spät abends sauber zu machen, als den quasi für den Hamster mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu reißen, in so eine Tupperdose zu packen und dann den Käfig zu reinigen. Außerdem habe ich gelesen, man soll den Käfig gar nicht ganz reinigen, sondern immer etappenweise, weil der Hamster sehr sich am Geruch orientiert. Und wenn man komplett alles, also das ganze Streu austauscht, dann riecht der komplette Käfig wieder anders. Und so, man soll also quasi die Ecke, wo der Hamster sein japonisches Badezimmer hat, wo er immer reinpieselt, das soll man ruhig alle 2 Tage austauschen. Und ansonsten so immer peu à peu, wo es nötig ist. Stand da. Ja, echt süß. Gut. Zum Futter vom Hamster kann ich euch auch mal ein Video machen, wenn ihr wollt. Rainer, ist das ein Aschenbecher, den du in Bad Windsheim in der Schule geknetet hast? Das ist jetzt eigentlich unnötig. Ich mach's jetzt so. Ich tue ihm jetzt das Futter, das ist von vorhin noch, das kann er noch futtern. Ich stelle ihm das immer hier drunter unter das Loch, weil hier ist ein Loch drinnen. Und dann kommt hier eine Treppe rein. Oh toll, eine Treppe, dann kann er auch zwischen den Etagen wechseln, das ist sehr praktisch. Ups. So. Ich muss die mal ein bisschen weiter hochstellen, weil das Problem ist, ich habe mal Mäuse gehabt hier innen von meiner Schwester und die haben die Seiten hier abgenagt. Dann mach doch da wieder was dran, Rainer. Da kann man doch bestimmt irgendwie mit einem Stück Holz, so aus dem Baumarkt, ein Holzdübel oder so, irgendwas basteln. Damit die hält. Und das ist doch klar, dass die nagen halt. Und wenn die es kaputt lagen, entweder kauft man dann das Teil neu oder man muss es irgendwie reparieren. Normalerweise ist da so ein Eisen dran, damit es... Wird ein Eisen? Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt mein reines Bauchgefühl, aber so einen Nagel werde ich da nicht reinkloppen. Wenn ich mir vorstelle, der Hamster nagt da dran, irgendwann nagt er den Nagel frei und verletzt sich an der Spitze, das ist doch kacke. Dass er nicht runterrutschen kann, damit der Hamster da ohne Probleme an sein Futter kommt. So. Das andere mache ich jetzt von oben. Er kennt alle Tricks. Also von unten meine ich. Ah, na, guck mal, Mädels hier. Ein echter Drachenlautrücken. So. Oh yeah. Soll ich euch den Bolero einspielen? Ich kann auch öfter mal auf Standbild, damit ihr den Anblick länger genießen könnt. Da habe ich kein Problem mit. Und schon steht es. Ich mache jetzt allerdings noch so, dass ich da nochmal reingreife und das ein bisschen anziehe. So, da jetzt liegt es nämlich perfekt innen und kann nicht wegrutschen, wenn der Hamster hochläuft. So, falls ihr super, Reini. Selbst Hamster habt mit mehreren Etagen, man kann das auch mit Röhren machen, dass man von hier eine Röhre hoch macht und von hier wieder eine Röhre hier hoch. Das wollte ich aber nicht, weil mir das ein bisschen zu gefährlich ist, falls der Hamster da drinnen irgendwie mal stecken bleibt oder sonst was. Ja, also das habe ich auch gelesen, so Röhren. Zumindest Plastikröhren soll man vermeiden, weil der Hamster kann stecken bleiben und in den Dingern sammelt sich
Kondenswasser. Und darin kann sich natürlich so der ein oder andere Krankheitserreger fröhlich vermehren. Und das will man dem kleinen Hamster ja auch nicht unbedingt zumuten. Muss zwar nicht passieren, ist auch unwahrscheinlich, aber ich wollte das einfach so haben. Gut. Als nächstes machen wir die Wasserflasche sauber. Oh ja, Wasserflasche sauber machen, das ist mein Lieblingsspiel. So, YouTube-Partnerkräfte. Oh, Menno, jetzt wollte ich sehen, wie man eine Wasserflasche sauber macht. Was macht er? Geht mit der dreckigen Flasche raus, kommt mit der sauberen wieder rein. Och Mann. Meine Hand ist ganz nass. Ja, das Wichtige bei Hamstern, beziehungsweise das Wichtige, wenn ihr hergeht und Haustiere habt, allgemein, seien es jetzt Ja, also wenn ihr hergeht, wenn ihr schon da seid und Haustiere habt, ist es nicht wichtig. Aber wenn ihr hergeht und welche habt, dann ist es wichtig, da müsst ihr jetzt drauf achten. Hamster, seien es jetzt keine Hamster, dann solltet ihr immer aufpassen, dass ihr denen jeden Tag frisches Wasser gebt. Und zwar wirklich jeden Tag. Ja, das stimmt. Also frisches Wasser, da sollte man immer drauf achten. Weil sich natürlich, wenn das Wasser länger steht, bilden sich auch Keime, beziehungsweise die sind da schon drin, aber die vermehren sich halt wie bekloppt. Und ihr könnt da auch mal drauf achten. Tiere, wenn das Wasser zu alt ist, zu abgestanden ist, wollen sie es auch gar nicht mehr. Also wer zum Beispiel jetzt Fische hat, ein Aquarium, wenn ihr das Wasser jetzt mal 2 Tage nicht wechselt, dann könnt ihr sehen, der Wasserstand nimmt quasi kaum ab, weil die Fische das einfach nicht mehr trinken. Die merken, das Wasser ist schon alt, dann trinken sie es nicht mehr. Man kann manchmal ein bisschen tricksen, wenn man den Wassermax reinhält und es nochmal aufsprudelt, aber meistens fallen sie nicht drauf rein. Denn auch wenn die Flasche nicht leer ist, solltet ihr immer aufpassen, dass sie möglichst immer frisches Wasser haben, weil dadurch da halt im Wasser können sich Krankheiten entwickeln, beziehungsweise Bakterien, und das ist auch schon nach einem Tag der Fall. Natürlich würde man jetzt sagen, Tiere wie Hamster sowas sind zum Beispiel ein bisschen widerstandsfähiger, aber das sollte man trotzdem nicht machen. Wieso sind Tiere wie Hamster widerstandsfähiger? Also ich meine, wilde Hamster, ja, okay, kann sein, aber das sind doch Zuchttiere. Ich glaube nicht, dass Zuchttiere jetzt so das besonders harte Dorfimmunsystem haben. Das ist auch unangenehm. Ich meine, ihr trinkt auch kein 2 Tage altes Wasser, das offen rumsteht, denke ich. Nö. Allerdings ist es lustig, wenn das der Typ sagt, der auch eine komplett verbrannte Pizza futtert, die ihm die ganze Treppe runtergesegelt ist. So. Nun gut. Ja? Als letztes. So, als nächstes dann noch das hier. Das ist jetzt das Letzte, was wir machen. Oh, noch ein Aschenbecher ist ja toll. Der Hamster ist wohl Kettenraucher. Das ist Chinchilla-Sand. Ach so. Wie, du hast einen Chinchilla zu Sand gemacht? Das ist ja brutal. Dieser Chinchilla-Sand ist dafür gedacht, dass die Hamster sich waschen können. So, die Sache ist nämlich... bei dem Chinchilla-Sand, dass die Hamster, die haben auf einer kleinen Stelle ungefähr die Größe von einem Euro, haben die mehr Haare als der Mensch auf dem gesamten Kopf. Also kann stimmen, weiß ich nicht. So, die haben viel dichtere Haare als wir, viel dichteres Fell. Und deswegen brauchen wir Chinchilla-Sand, weil die können sich nicht waschen im Wasser. Wenn die sich im Wasser waschen, dann werden die nicht mehr trocken. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage meinerseits, aber was macht ein Hamster, wenn es regnet? Also die wilden Hamster, die draußen leben. Ertrinken die dann in ihrem eigenen Fell oder gehen die dann ein? Ich meine, das kann doch mal passieren, dass so ein Hamster einfach auch mal vom Regen überrascht wird. Das gleiche gilt, glaube ich, für Meerschweinchen, obwohl die sich, glaube ich, anders putzen. Auf jeden Fall bei Hamstern dürft ihr auch keine offene Schale mit Wasser hinstellen, weil die da reingehen könnten und ziemlich wahrscheinlich sogar da reingehen, nass werden und dann werden sie nicht mehr trocken. Ja, und wenn man eine offene Schale mit Wasser stehen hat, da vermehren sich dann auch die Keime schneller, es kommt schneller Dreck rein. Deswegen ist es praktisch, wenn ihr sowas macht. So, ich hole in der Zwischenzeit mal den frischen Chinchilla-Sand. Mach das. So. Also, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Schale mal größtenteils sauber gemacht. Also, das ist jetzt auch noch ganz locker oder so. Das ist jetzt bloß noch der saubere Sand. Der ist jetzt nicht, da war jetzt kein Dreck mehr drin, deswegen habe ich den drinnen gelassen.
Und wie gesagt, Chinchilla-Sand. Das sind jetzt 5 Kilo. Kaufe ich eigentlich immer so in dem Teil. Ist eigentlich ziemlich praktisch, das Zeug ist allerdings relativ teuer. Deswegen eigentlich macht man es folgendermaßen. Man nimmt das. Ah, seht ihr, man nimmt das und füllt das da rein. So geht das. Du das rein? Ja, schau an. So, ich mache immer ein bisschen mehr rein. Gut. Wichtig, es sollte schon so etwa bis zum Daumennagel gehen, also sollte schon ein bisschen was drinnen sein. Bist du sicher, dass das dein Daumen war, Rainer? Aber mach das nicht ganz voll. Das hier ist eine spezielle Schale extra für dieses Waschen von den Hamstern und Chinchillas und so weiter. Ja, was? Für Chinchillas wäre diese Schale aber zu klein. Ja, das macht der Hersteller mit Absicht. Das ist unfassbar fies vom Hersteller. Also das ist wirklich so. Der macht diese Schalen zu klein. Die kauft man dann als Chinchilla-Schale, füllt die mit Sand, stellt die in den Käfig. Der Chinchilla freut sich natürlich wie ein Schneekönig, weil er sagt, oh toll, Sand, ich kann Sandbad nehmen, rennt zur Schale, dann merkt er, oh Mist, da passe ich gar nicht rein, die ist ja viel zu klein. Und dann steht man da, deutet mit dem Finger auf den Chinchilla und lacht ihn aus. Ist unfassbar gemeint, der Hersteller ist ein Sadist. Denn hier ist, das geht hier nämlich weiter rein. Das bedeutet, wenn die sich hier putzen, ne, dann fliegt das unwahrscheinlicherweise raus, sondern es bleibt halt innen drinnen, beziehungsweise sie putzen sich dann da drinnen. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, dass da kleine Punkte drinnen waren, schwarze, beim anderen. Wenn nicht, könnt ihr mal nochmal zurückspulen. Och nö, du lass mal. Diese Punkte waren natürlich Mist, also das war natürlich nicht Mist im Sinne von Scheiße, sondern im Sinne von wirklicher Scheiße, also das war... Also es war keine Kacka, sondern es war Kacka. Also Losung. Um es kurz und deutlich zu sagen, der hat er reingemacht. Deswegen normalerweise stellt man das oben drauf und tut es jeden Tag einmal ungefähr für eine Stunde rein. Danach tut man es wieder raus und lässt es oben drauf stehen oder tut es auf die Seite räumen. Weil dann ist es normalerweise so, dass die sich dann halt nur dann waschen können, wenn man es halt dann rein tut. Normalerweise macht man es zweimal täglich. Einmal. Ja, und normalerweise, wenn du das Ding in eine Ecke stellst, Rainer, denkt der Hamster, klasse im Klo, also die sollte immer frei im Käfig stehen, dann verwechselt er das nicht mit dem Klo. Scheinbar haben Hamster die Angewohnheit, Ecke gleich Klo. Frühs einmal morgens mache ich es immer, also einmal frühs, einmal abends, so für eine Stunde, weil die Hamster sind ja das Nächste, das sind nachtaktive Tiere. Ja, und deswegen hast du ihn auch jetzt mitten am Tag aus dem Bett geklingelt, um seine Bude zu putzen. Das ist in etwa, als würde der Tapezierer nachts um 1:30 kommen und sagen, so, steh mal auf, ich will mal schnell bei dir in Flur, Schlafzimmer, Küche tapezieren. Ich persönlich mach's aber allerdings auch so, dass ich ihnen den immer gleich reinstelle. Den stellen wir jetzt mal so hin. So, ich stelle ihn immer gleich rein. Und ziemlich in die Ecke. Und lass den drinnen, weil meine Hamster verhältnismäßig, ich meine gut, der ist ein bisschen ein Schweinchen, ich dachte eigentlich, das ist ein Hamster, kein Meerschwein. Aber schlechter Witz. Ja, Rainer, sag doch einfach, wie es ist. Du stellst ihn gleich rein, weil du einfach keinen Bock hast, ihn zweimal am Tag raus und reinzustellen. Aber mein Weibchen ist ein bisschen pflegeleichter. Die macht das nicht, die macht da nicht rein. Ja, das haben Rudi und Rita auch immer gesagt. Das Männchen ist so ein altes Ferkel, aber das Weibchen ist pflegerein. Das macht nicht ins Badezimmer, also in die Dusche zum Beispiel. So, ja, das war jetzt soweit der Käfig vom Männchen. Und, oh, widerlich niedlich. Dann wollen wir doch mal den kleinen Zwerg hier rausholen und reinsetzen. Ja. Na, kleinen Moment. Ja, das sind diese Deckel mit Kindersicherung. So, ihr seht, dass es hier ein bisschen dreckig ist. Und wie ich schon sagte, er ist ein bisschen eine Semmel. Also der macht ein bisschen viel Dreck. Oh, widerlich niedlich. Was ist das für eine komische Formulierung? Widerlich niedlich, habe ich auch noch nie gehört. Nimmt man so einen Hamster? Komm her. Also von oben soll man sie nicht greifen, dann kriegen sie Panik. Weil sie denken, sie wurden von einem Vogel erwischt. Man soll von vorne rangehen mit der Hand.
beruhigend auf sie einreden. Alternativ wäre natürlich auch möglich gewesen, einfach die Tupperdose in den Käfig langsam zur Seite kippen, damit er rausgeht. Wäre auch gegangen. Weil eigentlich mögen die es gar nicht so, wenn man sie in die Hand nimmt. Der ist aber auch süß, hoppla. Ja. Guck mal in die Kamera. Guck mal, wie süß. Das Wichtige bei Hamstern ist, ihr müsst versuchen, wartet mal kurz. Ich hab gerade Küken-Flashbacks. Ihr müsst versuchen, Ruhe auszustrahlen. Wenn jemand das kann, dann er. Ich kenne jemanden, der permanent so eine innere Ruhe ausstrahlt. Wie unser Stoffel. Dann sind sie nämlich auch ganz ruhig. Seht ihr? So. Gut. Er wird jetzt ein bisschen sein Zuhause erkunden. Ja, da fragt sich jetzt wahrscheinlich, weil alles komplett neu ist, also alles sauber gemacht wurde, wo zum Teufel bin ich hier? Das riecht ja überhaupt nicht mehr wie mein Zuhause. Wir haben allerdings noch was vergessen, das kommt mir gerade so. Kleinen Moment, wo habe ich denn das hingeräumt? Ihr könnt mir mal ein bisschen beobachten. Ja. Ach hier. Kommt ja gucken dem Hamster zu. Das allzeit bekannte Hamsterrad. Ja, das kannst du so wie es ist nehmen und wegschmeißen. Das mache ich in dem Fall immer. Ja, du stehst im Weg. Vielen Dank. Du stehst immer noch im Weg. Rainer, das ist ein Zeichen. Du sollst das Hamsterrad wegschmeißen. Also wie ich mir gerade jetzt angelesen habe, also was heißt gerade vorhin vor dem Video, Hamsterräder aus Plastik, nein. Holz, ja. Und Durchmesser ausreichend groß, damit der Hamster keinen Wirbelsäulenschaden in dem Ding kommt, weil er halt sich so verbiegen muss. Und natürlich sollte es stabil sein und die Lauffläche durchgängig sein und keine Speichen oder sowas, was ich drin verhaken kann. Und ja, wisst ihr, da kann ja alles Mögliche passieren. Hamster sind scheinbar auch ein bisschen sehr tollpatschig. Gut, das lag jetzt nicht am Hamster, das lag daran, dass sein Mensch bei der Leiter halt nicht drauf geachtet hat, dass sie sicher ist, Rainer. Ich hab dir gesagt, bastel irgendwas, damit das Ding nicht runterkrachen kann. Ach, jetzt ist er runtergefallen. Ja, und wer ist dran schuld? Deswegen sagte ich, das kann passieren. Ja, Rainer, das kann passieren, das sollte aber nicht passieren. Es wäre in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nicht passiert. Und das ginge sogar relativ einfach. Du müsstest nur ein bisschen Holz daneben an die Seite, damit es sich durchrutschen kann. Gut. Oder von mir aus ein bisschen stabiler Tappe oder sowas. Ja, ihr seht ihn jetzt, da unten war er jetzt gerade. Er erkundet jetzt halt sein neues Zuhause. Oder sein sauberes Zuhause, sagen wir es so, neu ist es ja. Doch, ich denke mal, das ist jetzt neu für ihn. Der denkt jetzt wirklich, er ist umgezogen. So. Wobei der Käfig an sich dürfte ja noch altbekannt riechen. Oder glaubt hier irgendjemand, Rainer hätte den Käfig selbst sauber gemacht. Der hat nur das Streu ausgekippt und neues Streu reingekippt. Mehr macht er doch gar nicht. Ich habe zwei verschiedene. Ja, da ist er. Ich habe zwei verschiedene Arten von Hamsterrädern. Das ist ein bisschen dreckig noch. Ich habe einmal die Art von Hamsterrad und ich habe einmal eines, das macht man an der Seite dran. Das ist allerdings sehr lästig, wenn die Hamster im gleichen Zimmer schlafen, weil das ist sehr laut. Das ist bei ihr der Fall. Es ist so ein grünes Hamsterrad. Das ist auch Plastik, kannst du auch wegschmeißen. Die sollen kein Plastik rein, da nagen die dran und das ist nicht gesund. Ja, und das ist ein bisschen problematisch. So, ich kann euch jetzt, während ich ihren Käfig sauber mache... Also wenn ich das so sehe mit der Dachschräg und der Sonne, die da drauf knallt... Eieiei. ...mal ein bisschen noch euch ihn zeigen. Beziehungsweise ihr könnt euch noch ein bisschen beobachten. Oh ja. Wenn ihr wollt.
werde ich vielleicht noch ein bisschen beschleunigen und Musik unterlegen. So. Muss die Kamera noch so hinstellen? Gut. Da könnt ihr mal ein bisschen beobachten. Der wird sich jetzt wahrscheinlich relativ schnell verziehen. Ja, der will eigentlich ja ins Bett. Ist ja für ihn jetzt mitten in der Nacht. Aber ja. So. Aber ja. Und ab jetzt würde ich beschleunigen und mache in der Zwischenzeit einen anderen Hamsterkäfig. Okay. Ja, wo ist er? Ach, da ist er. Süß sind die ja schon. Oi. Ja, die ist doch auch niedlich, die Kleine. So, ihr seht, ich habe sie jetzt einmal in den Käfig mit dem Männchen rein, weil... Weil du doof bist. Punkt 1, ich möchte nachzüchten. Punkt 2, ich möchte... Ihn kann ich nicht in ihren Käfig tun, weil das ist ihr Revier und das verteidigt sie echt brachial. Das ist bei Hamstern normal. Sind auch Hamster sind Einzelgänger, die können es überhaupt nicht leiden, wenn sie zusammengehalten werden. Also ich habe gelesen, es gibt eine Möglichkeit, wo es klappen kann. Das ist, wenn man Geschwister hat, die von Geburt an nie getrennt waren. Dann kann es sein, dass sie sich, wenn sie erwachsen sind, auch vertragen. Muss aber nicht. Aber ansonsten ist es für Hamster eigentlich schon zu großer Stress, wenn du zwei Hamsterkäfige im gleichen Zimmer hast. Also da flippen die schon aus. Komplett behämmert. Normalerweise Einzelgänger. Aber ihr werdet merken, wenn er jetzt gleich merkt, dass sie in seinem Käfig ist, dann wird er gleich übelst abgehen und ihr hinterher sein. Wie immer. Okay, also wenn er in ihren Käfig geht, das verteidigt sie dann. Und wenn sie in seinem Käfig ist, jagt er sie, das ist dann aber keine Verteidigung. Das ist dann was anderes. Die Kerle müssen den Mädchen hinterherlaufen. So, dann würde ich sagen, wir beschleunigen wieder. Okay. Na, noch haben sie sich nicht bemerkt. Oh oh. Bisher ist es ganz friedlich, sie scheinen sich wirklich noch gar nicht bemerkt zu haben gegenseitig. Ah, jetzt geht der Ärger los. Ja, ganz schöner Größenunterschied, die beiden Käfige. Bei ihr ist es ein bisschen einfacher, wie gesagt, sie ist keine so alte Potsau wie der Große. Zitier ruhig weiter, Rudi. Und wenn ihr euch fragt, warum sie einen kleinen Käfig hat und er einen großen, ihn habe ich schon länger und ich hatte damals nur den großen Käfig. Als ich aber sie dann gekauft habe, habe ich nicht die Kohle gehabt für einen großen Käfig. Wie wär's dann, wenn du auf den Kauf eines zweiten Hamsters verzichtet hättest, Reini? Wenn man ein Tier nicht artgerecht unterbringen kann, dann kauft man's nicht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Regel. Wenn du dich nicht um ein Tier kümmern kannst, wenn du nicht sicherstellen kannst, dass es gut untergebracht, gut versorgt ist, schaff es dir nicht an. Ganz einfach. Und hab mir deswegen einen kleineren gekauft. Zum Thema Größe des Käfigs, weil wahrscheinlich werden ein paar von euch jetzt so tierschützertechnisch sagen, der Kleine ist zu klein für sie. Ja, also würde ich sagen. Gut, von dem wenigen Streu, das da unten drin ist, fange ich jetzt gar nicht erst an, aber ich finde, der ist doch ein bisschen sehr klein. Rainer, kriegen die eigentlich auch Auslauf außerhalb des Käfigs? Das wollen Hamster auch. Allerdings nicht in dem Haus. Das sind ja so viel Also Hamster müssen auch richtige Dösbattel sein, so totale Grobmotoriker. Was da an Warnungen drin stand, dass sie dauernd irgendwo... Sie klettern gern, dann fallen sie dauernd runter, dann laufen sie überall gegen, dann nagen sie an allen Kabeln. Also die müssten echt, wenn sie Freigang haben, den sie einmal am Tag auch brauchen, im Badezimmer unter Aufsicht mit Lederhelm, so auf die Art. Also das müssen komplette Dödel sein.
Das ist technisch gesehen richtig, das ist schon das Minimum an Hamsterkäfig. Also wenn ihr einen Hamster euch zulegen wollt, das ist absolutes Minimum für die Größe. Ich persönlich würde euch so einen empfehlen. Die Dinger kosten allerdings fast 100 Euro. So. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man sich überhaupt einen Hamster anschafft. Der ist nachtaktiv, der will seine Ruhe, der will eigentlich vom Menschen in Ruhe gelassen werden. Also ich bin eher der Typ Haustiere, ja, wenn man sie flauschen kann. Also sowas wie Hunde, Katzen, Wälse von mir aus. Schön machst du das. So, das war es jetzt soweit erstmal mit mir vom Käfig. Oh, wo sind sie denn? Oh mein Gott, die sind im Heu. Ja, aber nicht zusammen, Rainer. Oh je, was die wohl treiben? Sie kratzen sich gegenseitig die Augen aus. Und Geräusche geben sie auch von sich. Interessant. Ja, Rainer, und weißt du, wann Hamster Geräusche machen? Normalerweise verständigen die sich mit Körpersprache. Diese Seite vom Deutschen Tierschutz, die ist richtig klasse. Da steht viel Info drin. Also sie verständigen sich untereinander per Körpersprache. Akustisch auch, aber das ist dann, wenn es Ärger gibt. Also wenn sie zum Beispiel sagen, runter von meinem Grundstück oder seid ihr bekloppt, das war meine Fenster oder so, dann machen sie Geräusche, ansonsten nö. Aber er interpretiert natürlich mal, wie, und wir wissen alle, warum er unbedingt Hamster züchten will. Er will den beim Schnackseln zugucken. Nun gut. So, während die Hamster, wer weiß was treiben, übrigens nicht wundern, das war mal das Zimmer meiner Schwester, als wir noch hier alle im Haus gewohnt haben. So, jetzt ist es eine Abstellkammer. Was die wohl tun. So. Sie zoffen sich. So, die lassen wir. Junge, da liegt ein Müll rum. Noch ein bisschen spielen. Und, ja. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich starre gerade mit absolut ungläubigem Blick auf den Monitor. Also, zum Thema Hamster. Wenn ihr da mal mehr wissen wollt oder mehr erfahren wollt, dann werdet ihr. Dann fragt den Ostfriesenheiter oder sonst irgendwen, aber auf gar keinen Fall ihn. Ich möchte mal ein bisschen was erzählen. Jetzt sind wir natürlich wieder hier in meinem Arbeitszimmer. Ich glaube, ich werde auch irgendwann. So, ich glaube, wir werden auch irgendwann mal eine Hausführung bei mir machen. Mal schauen, wie ich das hinkriege oder ob ich das mache oder überhaupt sowieso. Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr. Ja, war wunderbar, Rainer. Zum Thema Hamster erfahren wollt, ich bin da jetzt auch nicht der Experte, aber könnt ihr mir ja mal was. Ach, er ist da keine. Ach, Rainer, ich dachte, du bist da ein Vollprofi. Das sah doch jetzt alles sehr professionell aus. Also, als würde man im Zoo so einem langjährigen Tierpfleger zusehen, wie er den Elefantenbunker da sauber macht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, die Kommentare werde ich übrigens in Zukunft anmachen, denn ich habe eine schöne Methode gefunden, wie ich das Zeug blocken kann, das ich nicht haben will, ohne große Aufwand. Und vielen Dank an dieser Stelle an den anderen Drachenlord. Wer derjenige, der gemeint ist, der weiß Bescheid. Anderer Drachenlord? Es gibt zwei von denen? Nee, das hält die Welt nicht aus. So, ist jemand, den ich mal ein bisschen unterstützen wollte. Und das haben wir aber dann doch nicht irgendwie richtig gemacht. Und das ist mir mittlerweile auch zu gefährlich für ihn. Kannst mir mal in die Nachrichten schreiben, weißt ja wohin. Ob du das noch willst, dann mache ich das mal wieder. Dann kann ich auch deinen Namen mal sagen und alles, wenn du Bock drauf hast. So, eine Kleinigkeit habe ich jetzt noch vergessen, euch zu zeigen. Oh, was denn? Bei den Hamstern. Und zwar das Futter. Denn. Ach ja, stimmt. Hamster brauchen ja auch Futter. Ich habe total verplant, dass bei ihm ja das Futter schon drinnen war. Bei ihr, ich habe bloß noch so eine kleine Schale für ihr Futter. Oder für sein Futter. Du kannst es auch ein bisschen lose im Käfig verteilen, Rainer. Also in der freien Wildbahn, da sammeln die sich das Futter überall zurecht und angeblich haben die auch Spaß dran, wenn sie es im Käfig ein bisschen suchen müssen. Dann ist denn nicht so langweilig. Die Sache beim Hamster mit dem Futter ist,
Also ich habe hier in dem Fall jetzt dieses Pekka-Nagerglück heißt es. Ich habe aber nicht nur das, ich habe normalerweise immer was anderes. Das kann ich euch irgendwann mal alles zeigen, wenn ihr wollt. Ja, aber das andere hat er schon als Frühstücksmüsli weggeknuspert. Deswegen ist jetzt nur noch das da. Das ist halt ein wenig so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Jetzt ist das da reingefahren. Egal. Es ist halt ein bisschen so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Das sind... Na, was ist denn drin? Da ist Weizen drin und Mais. Das ist gut, wie jeder weiß. Das ist Super Marble Maple lecker. Oder so ähnlich. Da ist ein bisschen Kops mit drin. Also das kleine... Was, da ist Kops mit drin? Solche, das ist Kops. Kops? Was denn für Köpfe? Nennt man das? Diese Würstchen da. Das Rüde, das Grüne und das Rote, weiß ich nicht, was ist. Oh. Streiten ist verboten. Rainer, das sind Einzelgänger. Wenn du die zusammen in einen Käfig sperrst, streiten die sich natürlich. Zwei Käfige in einem Raum ist eigentlich schon eine Zumutung für die. Ein Mensch mit denen in einem Raum ist für die schon eine Zumutung. Der stopft sie in einen Käfig, dann... Oh, die machen Geräusche. Was werden die wohl machen? Oh, meine Güte. Ja, so. Ich kann euch auch nochmal ihren Käfig jetzt zeigen, wie das aussieht. Also bei ihrem Käfig, sie hat nur so eine halbe Ebene hier. Also die hier. Und hier ist halt ihr Rädchen. Alter, das Ding eiert ja. Und das und da. Alter, da füllt der doch raus, der Hamster. Das muss man ab und zu mal ein bisschen schauen. Ja. Das löst sich manchmal ein bisschen nach. Nimm das Ding und schmeiß es weg. Muss man ab und zu mal ein bisschen nachspannen, dass das hier nicht runterfällt. So, ansonsten haben wir halt das hier. Und das. Also ihre Schüssel. Das ist bloß eine, ist eigentlich eine normale Schale, die ich halt zu Hause in der Küche benutze, aber die benutze ich jetzt natürlich nicht mehr. Ey. Und hier halt ihr Futter. Dann, genau wie bei ihm halt auch, haben wir hier unten das Heu. Da haben wir hier einen richtig großen Batzen. Und dann hier außenrum noch ein bisschen Kleinheu. Dann haben wir hier halt ihre kleine Treppe nach oben. Wobei sie ziemlich faul ist und immer hier an der Seite hochgeht. Also inwiefern ist es faul, wenn sie da an der Seite hochgeht? Ich benutze gar nicht die Treppe. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu steil. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch gesehen, dass die Treppe bei ihrem Kollegen drüben dauernd zusammenkracht. Und er jedes Mal auf die Fresse fällt. Und da hat sie keinen Bock drauf, Rainer. Und hier haben wir halt noch ihre kleine Hütte, falls er da mal drin schlafen will. So, die habe ich jetzt in dem Fall nicht eingebuddelt, weil ich sie kenne und weiß, dass sie lieber im Heu schläft, beziehungsweise sie schläft halt lieber irgendwo anders als in dem Teil. So, ich muss die beiden jetzt trennen, sonst fotzen sie sich noch. Das ist bei Hamster nämlich ziemlich quellig. So, damit werden die Hamster wieder sauber. Ja, ich habe es jetzt auch bereits getrennt. Falls ihr das Thema Meerschweinchen... Rainer, das sind Hamster. Entschuldigung. Falls ihr das Thema Hamster mehr interessiert, könnt ihr mir mal in die Kommentare was Bescheid sagen. Mein Typ wird bereits wieder verlangt. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video, das dann wahrscheinlich morgen kommt. Rainer, dein Typ wird verlangt. Vielen Dank und haut rein. Ciao, Leute. Uff, ja, wir wissen natürlich, wer ihn da jetzt angepiept hat. Das waren seine Kollegen vom WWF, die wollen, dass er in Afrika die Wildhamsterkäfige reinigt, denn er ist da ein Profi, was Hamsterzucht, Zuchthaltung, alles angeht. Er kann Hamster abrichten. Er spricht die Sprache der Hamster, nur wenn die Hamstermama den Hamsterbabys den Namen in der Hamstersprache, das bekommt er nie mit, deswegen weiß er nie, wie sie heißen. Wobei, das fand ich eigentlich ganz lieb. Also klar, dass sie maximal kindisch, also zwei- oder dreijähriger käme vielleicht auf so eine Idee, aber dieses, ich gebe den Hamstern keinen Namen, denn den Namen haben sie von ihrer Hamstermama in der Hamstersprache ja schon bekommen und ich kenne den halt einfach nicht. Das, ja, das ist sowas kindlich Naives wieder, das ist fast schon wieder sympathisch, aber ansonsten, meine Güte. Ja gut, dann hätte ich gesagt gehabt, das war's für dieses Mal. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Oh, ich gehe mal davon aus, heute kommt nichts mehr. Ich bin irgendwie ein bisschen heißer. Hab mich wahrscheinlich hier bei dem Knickknack da Verhörzimmer liegt's ein bisschen heißer gebrüllt, als ich danach im Wald war.
Ja, dann sehen wir uns voraussichtlich morgen erst wieder mit dem ersten Teil der Cola-Bärchen-Story. Ist das nicht schön? Die kommt dann voraussichtlich immer mittwochs eine Episode. Ich will, dass ich so am Stück durchballern, dann, damit wir immer zwischendurch mal eine Abwechslung haben. Finde ich eigentlich ganz nett. Ja, dann würde ich sagen, ihr genießt den Rest des Tages. Ich versuche das auch und möge das mit euch sein.